zusammen. Mein Name ist Erik Arnold, hier live aus der Villa Hühnerbund aus Menziken. Ich singe wieder einen Song für einen Stutz und habe meinen virtuellen Hut hin, um eine kleine Spende für mich zu. Und man könnte natürlich auch CDs kaufen von mir auf der Homepage. Ja, ich komme heute mit einem wunderschönen Song, der mir vielen gefällt. Speziell hat sich das aber meine Gwaffe, Evelyn, gewünscht. Darum bin ich so eine schöne, wegen Evi. Und zu ihr erzähle ich dann nachher noch etwas. Und auch zu dem wunderschönen Schmuck-Collier, wo ihm Alois seine Tochter Deborah Ränkli gemacht hat. Ich hänge dann nachher einen Link an die Informationen hin. So, jetzt wollen wir aber zusammen singen. Also ich singe, ihr hört zu und singt hoffentlich mit daheim. Schönes Lied von Patent Ochsner, Scharlachrot. Ich wünsche viel Vergnügen. Ist ja filmreif, die Szene in dieser Freitagnacht. Der Mond ist ein weisses Rundsloch. Und schau gleich zur Wäsche aus wie ich. Ziemlich ratlos. Und jetzt bist du gekommen, gerade jetzt. Und ich's nicht mehr gedacht. Du schaust rein, als wenn's etwas Schönes gewinnen gäbe. Für dich und für mich im schlimmsten Fall. Nur eine Nacht. Aber immerhin. Scharlachrot an. Ich brenne mir die Namen, zumindest in mein Herz. Könnte ich schwören, dass ich ewig bleiben, wenn es nichts dazwischen kommt. Jetzt bist du gekommen, gerade jetzt, wo ich es nicht mehr gedacht. Du schaust rein, als wenn es etwas Schönes gewinnen gäbe. Für dich und für mich im schlimmsten Fall. Nur eine Nacht. Aber hoffentlich noch viel, viel mehr. Ja, filmreif,
neue Szene da auf unserer Welt. Und der Mond, der ist ein weisses, rundes Loch. Danke vielmals fürs Zuhören und sorry, dass es nicht so gut tönt auf der Gitarre. Mein Finger macht mir Schmerzen. Ja, jetzt schnell zu der Evi. Die Evi ist meine Gwaffe, wie gesagt. Und sie tut bei mir lehre Gitarre spielen. Was man natürlich im Moment nicht könnte. An dieser Stelle herzliche Grüße an dich, Evi. Und sie kann wunderschön singen. Und sie ist eine so eine gute Jodlerin. Und Evi, stell doch mal von dir ein schönes Jodellied auf Facebook. Die Leute hätten sicher mega Freude. Ich auch. Und dann sage ich jetzt noch schnell wegen dem wunderschönen Schmuck. Collier, der eben in meinem Schatz alle seine Tochter Deborah Ränkli gemacht hat. Sie ist Goldschmiedin. Und der Alois, wo wir in der Ferien waren, vor ein paar Jahren, hat er hier die schönen Möschali zusammengelesen am Strand und mir natürlich nichts gesagt. Und ist dann mit einem Säckchen voll heimgekommen und hat das in die Tochter gebracht. Und sie hat das wunderschöne Collier daraus gemacht. Und ich habe sehr, sehr Freude an dem. Ich habe Freude, dass ihr immer zulässt und nicht nur das, ich habe auch Freude an meinem schönen Aprikosenbaum, der so wunderschön blüht. Und ich hoffe, dass ich die Aprikosen heute ernten darf und dass ich das Haus nicht verkaufen muss. Es wäre so schade, nicht nur um die Aprikosen. In diesem Sinne, bis später. Habt's gut, seid lieb zueinander und ich schicke euch ganz ein scharlachrot gefülltes, wunderschönes Herz. Danke für eure Unterstützung. Bye, bye.